Hallo, Guido hier von blockbilders.de und wir wollen uns heute anschauen, wie ihr Euro-Ein- und Auszahlungen bei Bybit machen könnt. Falls ihr noch keinen Bybit-Account habt, ich habe unten nochmal einen Link reingepackt. Wenn ihr euch mit dem Link anmeldet, gibt es immer wieder Bonusaktionen, an denen ihr teilnehmen könnt. Bisher war es so bei Bybit, dass ich eigentlich gesagt habe, es ist am besten, wenn man nur Kryptowährungen einzahlt, also zum Beispiel USDT oder Ethereum hier einfach herschickt und da noch Coinbase nutzt, um Ein- und Auszahlungen in Euro bei Coinbase zu machen, weil das wirklich gut funktioniert. Das kann man natürlich immer noch machen, also einfach bei Coinbase was kaufen, Ethereum hierher schicken und dann damit handeln. Mittlerweile ist es aber so, dass Bybit aktuell auch wieder Euro-Einzahlungen ganz gut möglich gemacht hat. Nur ist es so, ihr müsst einfach auf Buy Crypto und dann Fiat Deposit klicken. Wichtig ist natürlich, dass ihr bei Bybit verifiziert seid, aber das müsst ihr dort sowieso sein, um dort zu handeln. Und dann gibt es aktuell die Möglichkeit, dort auch wieder Euro Ein- und Auszahlungen zu machen. Wichtig dabei zu wissen ist, dass euer Bankaccount, also ihr könnt ja Euro Ein- und Auszahlungen nur per Überweisung machen, per IBAN-Überweisung. Und wichtig dabei zu wissen ist, dass euer Bankkonto den gleichen Namen haben muss wie euer Bybit-Konto, also auf dem gleichen Namen verifiziert sein muss. Es gibt zum Beispiel schon Probleme, wenn ihr ein Konto zusammen mit eurer Frau habt und ihr habt aber einen eigenen Bybit-Account und dann tauchen beide Namen auf. Das kann schon problematisch werden. Also immer sicherstellen, dass ihr das gleiche, einen gleichen Namen vom Konto und vom Bybit-Account habt, sonst kommt das Geld halt zurück. Das bestätigen wir jetzt. Und dann müsst ihr hier im Prinzip nur Euro auswählen und ihr könnt auswählen, wie viel ihr einzahlen wollt. Wichtig dabei zu wissen ist noch, dass ihr mindestens 10 Euro einzahlen wollt. Und wenn ihr das das erste Mal macht, dann kommt so ein Fragebogen, wo ihr ein paar Fragen beantworten müsst. Also ob ihr angestellt seid, selbstständig, aber auch keine Angaben zu eurem Gehalt oder so, sondern einfach nur ein paar Fragen, ohne dass ihr auch irgendwas vorlegen müsst. Und das wird dann geprüft und in der Regel werdet ihr innerhalb eines Tages freigeschalten und könnt Fiat oder Euro Deposits machen. Wir wählen jetzt einfach SEPA aus. Es gibt noch die Möglichkeit, Easy Bank Payment zu machen oder halt einen Drittanbieter zu nutzen wie ADV Cash, aber für die meisten ist SEPA vermutlich das Einfachste und ihr seht hier schon die Gebühren 0,19% oder mindestens 1 Euro. Dann klickt ihr anschließend nur auf Weiter. Bestätigt das. Seht dann hier auch schon diese 0,19%, sind genau 1,90 € per 1000 Euro. Klickt ihr auf Weiter. Gibt es immer noch ein paar Warnhinweise hier, zum Beispiel, dass ihr sicherstellen sollt, was ich schon gesagt habe, dass der Name des Bankkontos der gleiche ist wie von dem Bybit-Konto und dass ihr mindestens 10 Euro einzahlen sollt. Bestätigen wir hier. Und dann seht ihr, im Prinzip gibt es ein Konto unter eurem eigenen Namen, wo ihr das Geld hinüberweisen könnt. In der Regel ist das Geld auch innerhalb eines Tages da. Also das funktioniert relativ gut. Und ihr nehmt einfach die IBAN und schickt das quasi an euren eigenen Namen an diese IBAN. Könnt ihr auch mit kleineren Summen erstmal ausprobieren. Aber denkt dran, es muss halt mindestens 10 Euro sein. Und dann kommt das im Prinzip auch schon an und ist dann hier unter Assets zu finden. Auszahlungen funktionieren im Prinzip genauso einfach. Könnte man jetzt auch wieder über Coinbase machen, also die Guthaben, die ihr habt, in Ethereum oder USDT tauschen und dann zu Coinbase schicken. Oder eben ihr macht Fiat Withdrawals. Müsst ihr natürlich wieder Euro auswählen und könnt dann auch wieder eine SEPA-Überweisung machen. Müsst noch festlegen, wie viel ihr auszahlen wollt. Und muss ich jetzt erst was tauschen und könnt das dann einfach auf euer Konto schicken. Ein paar Sachen noch, wenn ihr Euro einmal eingezahlt habt, ist es wichtig zu wissen, dass ihr das dann tauschen müsst. Also die Euro könnt ihr hier zum Beispiel bei Trade, Spot Trading und dann wählen wir hier Euro aus, beispielsweise gegen USDT tauschen. Ihr könnt zum Beispiel eine Market Order machen. Könnt dann sagen, okay, ihr wollt jetzt 100% der Euro nutzen, um USDT zu kaufen oder eben andersrum. Könnt ihr die USDT verkaufen. Das ist noch wichtig zu wissen. Und wenn ihr das auszahlen wollt, ist natürlich auch so, dass ihr, wenn ihr Bitcoin hier drin habt oder USDT oder Ethereum, müsst ihr die halt auch erst
tauschen. Das geht halt immer hier unter Spot Trading und dann Euro auswählen oder hier das Trading Paar auswählen und dann könnt ihr die bequem tauschen. Das ist so das Wichtigste dazu. Falls ihr dazu noch Fragen habt, nutzt gerne unten die Kommentare. Und wenn ihr das Video hilfreich fandet, würde ich mich über ein Like freuen und wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen Dank fürs Zuschauen.